haben heute einen Gast aus Belgien, weil unsere Show auch in Belgien gesehen wird. Und da gibt es auch einen Showmaster. Das ist nicht nur Showmaster auf der Bühne, aber es ist auch privat. Das sehen Sie schon an seinem Wagen. Bobbejaan! Mund zu, bitte! Hm. Darf ich mal eben ins Gepäck schauen? Ja, bitte schön. Ja? Jupp, zurück! Sie möchten damit rüberfahren? Ja, ich möchte gerne tanken. Tanken? Ja. Wie viel möchten Sie tanken? 500 Liter. Wollen Sie hamstern? Nein. 500 Liter? Ja. Wo wollen Sie dann hinfahren? Bis zum nächsten Tankstelle. Ah, ja. Aber so ein toller Wagen ist das. Das zum Beispiel, warum ist hier ein Scheibenwischer an die Innenseite? Oh, wir Belgier fahren immer so. Ah, dann an der Innenseite. Aber es ist toll, was da alles dran ist und so. Hier diese Gaspedal mit Hoefeisen und hier Schaltknoppen met revolver, ja, pistolen. Ja, ja, ja. Al deze Silberdollar, wie viel Silberdollar sind drin? 800. 800? Ik heb deze woche nog 800 mark in mijn VW gestekt. Ja. Gratuleren. Dan die zaggen hier drauf, pistolen, deze buffelhorn. Is dat echt? Ja, ja, dat is echt. Maar dat is normalerweise toch niet genehmigd? Ze hebben mir gezegd, in de show van Rudi Carrell is alles erlaubt. So. Ah. En ziet dat reich aus, alles. Ja. Ai, ja, ja. Aber ich hab doch mal, ich glaube, sie waren doch mal ganz arm früher. Ja. Haben sie mal ein Liedchen gesungen, dass sie so arm waren, dass sie kein Geld hatten? Ja, das heb ik. Dat is ganz früher. Wie ging das Liedchen auch wieder? Een moment. Ah, ze hebben zufälligerweise een gitaar erbij. Es ist schrecklich allein durch die Wüste zu gehen. Es muss fürchterlich sein, nie die Heimat zu sehen. Aber nichts ist so traurig für mich auf der Welt, wenn ich stehe an der Bar und ich habe kein Geld. Als Tom Dooley musst hängen, hab ich zugeschaut. Von Mut keine Spur, denn er jammerte laut. Doch ich kann ihn verstehen, auch ich bin kein Held, wenn ich stehe an der Bar und ich habe kein Geld. Charlie Brown ist mein Partner, der ist ein Genie, der lädt mich stets ein, nur bezahlen tut er nie. Ach, er freut sich ja so, wenn er Whisky bestellt. Und ich stehe an der Bar und ich habe kein Geld. Ich erfuhr, dass mein Freund, dem ich immer vertraut, sich erholt in Paris und mit ihm meine Braut. Doch ein Wirt hat mir damals was Schlimmes erzählt, als ich stand an der Bar und ich hatte kein Geld. Ja, ich hab schon eine Menge im Leben gesehen. Das Schönste ist doch, an der Theke zu stehen. Doch ich wünsch mir, ich wäre nicht mehr auf der Welt, wenn ich stehe an der Bar und ich habe kein Geld.